wie geht's ihm? Also 8.2.2012, ja, also es war jetzt dann 3 Monate später. Ich habe gesagt, sie sollten mich anrufen dann eben nach Weihnachten, wie es ausschaut. Es war gut, also telefonisch war alles in Ordnung. Und bis vor 2,5 Wochen wurde es stetig besser. Eine Woche durchgehend nicht geronnen, das ganze Röhrchen, einmal am Tag das Gefühl, es wird schlechter. Und letzte Woche war wieder Blut da, im Paukenröhrchen. Ja. Die Globuli hat dann nach 3 Wochen aufgehört. Und die Medikamente, die Kräutertherapie, hat bis vor 10 Tagen noch angehalten. Kein Schmerzen, kein Jucken, Röhrchen ist verlegt, riecht er komisch. Wasser und Orangensaft mit Wasser, 1,5 Liter am Tag, also umgestellt. Stimmung ist nicht gut, er merkt jetzt, dass sich sehr, sehr viel tut. Durch Honig ist das Gusto auf Süßes gestiegen, aber er probiert es mit Honig zu kompensieren und Schule ist gut gegangen. Also es ging gut eigentlich, aber die Therapie hat er für 10 Tagen aufgehört, diese Kräutertherapie. Und was ist passiert? Eine sehr schlagartige Verschlechterung. Ja? Was sagt euch das? Er hatte 7 Wochen lang wirklich relativ eine hochdosierte Kräutertherapie gehabt. Ja? Was würde ich das sagen? Ist es jetzt eine Krankheit, die, wo ihr jetzt aufhören würdet? Würdet ihr vielleicht an einen Therapiewechsel denken? Würdet ihr weiter? Genau, das macht euch kein Kind. Erst 10 Jahre, er hat sehr viel Rajas, aber er hat 3 Kapseln bekommen. Ja. Akupunktieren könntest du auch zum Beispiel, ja? Was würdest du jetzt ayurvedisch machen? Was wäre jetzt die Therapieoption? Man, du könntest schon noch einmal 7 Wochen das Gleiche probieren, ja? Aber er hat eigentlich die Therapie aufgehört und nach ein paar Tagen war es eigentlich genauso wie vorher. Zum Beispiel, ja. Aber wenn du jetzt Rasayanas, wenn du einfach auf die normalen Sachen eingehst, du kannst sehr viel machen. Du kannst doch natürlich. Wird zu schwach sein, weil du ja Kurkuma und Guduchi verwendet hast. Wäre eine Option in der ersten Phase gewesen. Was würdet ihr jetzt bei ihm machen? Ja. Also Guduchi und Kurkuma sind die stärksten, neben Bumi Amalki, die stärksten Pflanzen, die ich hier kenne bei akuten Entzündungen. Ja. Was wäre die Option? Jetzt rein ayurvedisch. Wir haben es vorher schon besprochen. Was wäre, erste Stufe war Rasa aufbauen, zweite Stufe akute Entzündung mit Rasa, dritte Stufe ist? Wir haben es vorher besprochen. Ja. Okay, machen wir weiter, ja. Vielleicht kommt ihr drauf, ja. Konzentration ist besser, Kopfschmerzen hat er selten gehabt, Sport weiter, hat gut getan, Hunger ist weniger, Gewicht ist 1 Kilo weniger, Stuhl einmal Schlaf ist einmal am Tag, Schlaf ist gut, Puls Pitta, weiter, Zunge ist schlecht, grün über den Magen. Was sagt euch das? Eine grüne Zunge über dem Magenareal in der Mitte. Genau. Pitta ist gesteigert. Gelb-grünlich über Magenregion, wisst ihr? Pitta, ja. Was würdet ihr jetzt machen? Ich habe einfach die Therapie verändert, ja. Nadel gelassen, Kanchanara und Pipali dazugegeben. Warum? Warum Pipali? Genau. Genau, weil wir eigentlich mit der ersten Therapielinie ein wenig angestanden sind. Ja. Du hast schon recht, man könnte mit dem anderen weitermachen, aber er hat eine wirklich drastische Verschlechterung gehabt. Das, normalerweise, wenn ihr Kinder behandelt, merkt ihr, dass nach einer 7-jährigen Therapie eigentlich dann wirklich für eine Zeit lang eine Pause da ist. Ja. Das heißt, ihr habt ja Rasa gestärkt, Rakta gereinigt, und dazu noch Manas mitbehandelt. Wir haben ja eigentlich eine grundsätzliche Therapie gemacht. Und deswegen bin ich einfach eine Stufe weitergegangen. Und warum gebe ich kein Chanara dazu? Was ist mein Grundgedanke? Wie kommt es zu der Otitis? Was hat er immer wieder? Flüssigkeiten im Ohr. Was macht kein Chanara? Genau, Lekana. Resorption der ganzen Flüssigkeiten. Ich kriege das nicht in den Griff. Ja? Aber kein Chanara gerade, wenn du jetzt sagst, du hast ein starkes Pitta, du hast die sogar vielleicht über der Magenzunge
Und dann hat Kanchanara in den Magen rein, zusammen mit einem Pisani, finde ich, ist gewagt. Mit Honig natürlich auch, ja. Was könntest du machen? Mit Topfen könntest du hier auch arbeiten. Ja. Schauen wir mal, vielleicht war es der falsche Weg. Was heißt auf jeden Fall die Lungen 101 bestehen? Eine Kapsel in der Früh und eine Kapsel am Abend. Und den Rest pausiert bis auf der Chattamansi. Eins früh und eins abend wieder. Pause, das heißt. Das war ja die Therapie vorher. Nein, das wäre zu viel. Das wäre zu viel, ja. Werdet ihr sehen, ja, okay. Aber ihr merkt schon, wir sind ein bisschen angestanden, obwohl wir eine relativ starke ayurvedische Therapie gemacht haben. Ja, obwohl bei Kindern eigentlich Sachen stellen werden. Genau. Das ist auch ein Grund, warum ich dann auf Pipali umsteigen würde. Ich brauche wirklich selten Pipali bei Kindern, aber genau deswegen habe ich auch so einen Fall rausgesucht. Ja, weil Kinder reagieren auf Homöopathie, auf Bioresonanz, auf Akupunktur so schnell eigentlich. Ja, also da ist wirklich im Groben was nicht in Ordnung. Ihr habt recht, schau mal, war es die richtige Therapie? Er kam dann drei Monate später, ja. Es hat lang gedauert, ja. Es rinnt nicht mehr. Nach der Röhrchenentfernung hat es stark gerungen. Er hat sich die Antibiotika nicht geholt. Die wurden ihm natürlich wieder verordnet. HNO hat als Entzündung jetzt definiert. Er war vor einer Woche dort, aber die Flüssigkeit ist nicht mehr. Hat nicht mehr gestunken. Blutstau hat der HNO erst vor 14 Tagen festgestellt, aber fast keine Entzündungszeichen. Trommelfell war noch verdickt, keine Schmerzen, keine Kopfschmerzen. Sportwoche hat er alles machen können. Also es hat dann schon geholfen. Und du hast schon recht, ich habe es ihm jetzt durchgehend verordnet, weil ich einfach angestanden bin. Ja. Er hat es mit Honig eingenommen und das war auch für mich sehr wichtig. Sie haben sich immer wieder melden müssen, ob es ein Problem ist. Weil das mit dem Magen ist mir auch ein wenig gelegen. Aber es gibt fast nichts anderes, was so Lekaner im Kopfbereich arbeitet wie Kanchanara. Gibt es fast nichts. Ja, über der Clavicula. Die beste Pflanze im HNO-Bereich. Ja. Lernen ist nicht mehr so gut. Er hat einen Durchhänger gehabt. Ja. Sportlich macht jetzt jeden Tag Sport. Er hält sich natürlich nicht an die Regeln. Ja. Am Dienstag Fußballtraining. Auch viele Spiele. Hat aber viel getrunken. Die Träume sind gut. Stimmung ist so halbwegs. Aber er ist ein wenig weinerlich. Was passiert jetzt? Warum wird er jetzt auf einmal von der Stimmung her schlechter, obwohl es ihm eigentlich besser geht? Es kommt alles raus, ja. Du könntest einiges machen, Pulsatilla etc., Chattamansi weiter, aber er ist jetzt... Chattamansi ist ja zum Bewusstsein holend, also das charakterisiert ja diese Pflanze. Das heißt, er kommt mehr zu sich und er sieht, oh Mann, das ist echt blöd. Genau, das kann passieren, aber das habe ich ihm auch erklärt, schau... Du sollst es mal so sehen, du hast jetzt mal drei Monate keinen Infekt gehabt, ja, aber du bist jetzt eigentlich mehr geistig in dir und realisierst die Sachen und das ist ja nicht schlecht. Dadurch kannst du es auch verarbeiten. Ja. Er konnte es auch verstehen. Manchmal haben sie dann in der Phase nicht Untertag schlechte Laune, sondern oft Albträume. Das kennt ihr bei Erwachsenen. Sage ich auch dann immer dazu, es kann passieren und wenn es passiert, dann sehen Sie es eher als Verarbeitung. Manchmal auch nicht, manchmal spreche ich nachher damit und erkläre es dann, um nichts zu suggerieren. Ja. Aber das sehe ich jetzt nicht als so einen tragischen Prozess. Er hat ja nur im Außen gelebt und das Innere eigentlich vergessen gehabt. Pitta war bereits jetzt weniger, fast kein Belag, vor allem wenig Anspannung und Zittrigkeit. Und ich habe es ihm noch einmal für 3 Monate gegeben. Das ist eine Ausnahme, dass ich so lange Kinder therapiere, aber ich habe es ihm weitergegeben. Ja. Aber da hat das Pipali über die Zeit... Ja, 6 Monate ist kein Problem. Er hat es jetzt vom Februar bis Mai gehabt und jetzt noch einmal... Er ist ja immer wieder in Kontrollen bei seinen HNO-Ärzten, Hausärzten. Er ist ja ständig bei Ärzten. Das heißt, das wird sowieso gemacht. Ja. Und Leber bitte? Wäre eine Möglichkeit, ja. Ich arbeite es nur ayurvedisch, ja. Ja, aber ich finde, bei ihm ist die systemische Therapie oft stärker als irgendein Wickel, irgendeine Akupunktur, weil es bei ihm halt so, das ist auch eine Ausnahme. Ich habe ihn am Vormittag ganz einen anderen Fall gehabt, ja. Bei ihm ist halt das Immunsystem so stark durcheinander, ja. Was war? Die Mutter kam heuer selbst zur Behandlung, hat mir erzählt, er hat bis August die Kapseln genommen und den ganzen Winter keine Probleme und es geht ihm gut. Ja. Also es war dann Gott sei Dank im Griff. Nur er hatte halt auch dieses Kawasaki-Syndrom.
das ganze Immunsystem war auch durcheinander. Deswegen habe ich überhaupt an Pipali gedacht und das auch verordnet. Ich verordne circa bei 2.500 Gesprächen im Jahr 100 Mal Pipali, 60 bis 100 Mal. Und bei Kindern alle 3 bis 4 Jahre. Das ist schon eine Ausnahme. Ja? Also, die Akutmotiliden sind oft leicht zu behandeln, was wir durchgemacht haben mit Kurkuma, Guduchi. Chronische Otitiden bedürfen oft einer längeren Therapie, einer guten Compliance. Und zu mir kommen meistens auch nur solche Kinder. Ja? Weil sie waren schon beim Homöopathen, sie haben schon Bioresonanz, sie haben schon Akupunktur gemacht und wollen halt ein Ergebnis sehen. Alle sollen der Therapie beachten, was wir eh durchgemacht haben, von geistiger Therapie über Bewegung, über Ernährung, über Trinken, über eventuell auch eben Leberwickel, Akupunktur, wenn ihr die Möglichkeiten habt oder Kollegen, und dann die Kräutertherapie, ja. Auch Druck und kann Rasen damit Rakta beeinflussen, immer auf solche Faktoren schauen, also nicht nur jetzt geburtliche Traumata, nicht nur Angststörungen in der Familie, nicht nur Druck von Eltern, sondern auch wie geht's jemandem, ist er als Kind oder sie im Inneren oder nach außen gerichtet, ja. Und wenn es geht, kann man eben diese Kapseln oder Churnas mit Honig oder Milch bei Verträglichkeit geben, weil es ja, wie ihr wisst, die Wirkung der Therapie steigert, die Wirkung der Pflanzen, und die Kinder nehmen es euch auch, wenn sie es wirklich brauchen. Ja. Gut, wie sagt die Giovanna Trapattoni? Ich habe fertig! Fragen noch? Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja.